Bürgermeister dieses Hauses, nicht des Bezirkes, wie ich nachher erklären werde. Ich hoffe, dass mir das niemand allzu übel nimmt. Ich habe einen kleinen einleitenden Satz vorbereitet, als Reaktion auf das Buch, was den Titel trägt, bei Köln ist überall. Und meine Antwort darauf war in wenigen Zeilen, nein, das ist nicht mein Neukölln. Auch nicht das Neukölln derer, die in diesem Stadtteil leben. Neukölln wehrt sich dagegen, einem Bild zu entsprechen, was ein Künstler zeichnet, der nur über eine Farbe verfügt. Wie sagte anfangs Bürgermeister des Objektes, des Hauses, wenn nicht Bürgermeister Neuköllns, auch hier vielleicht anschließend an die Worte meines Vorredners, wir haben kein kommunales Wahlrecht und demzufolge haben 23,5% der Neuköllner nicht mitwählen dürfen. Wir haben einen Bürgermeister, der nicht in der Lage ist, alle zu vertreten, weil nicht alle ihn wählen durften. Und dann stellt er sich noch auf verschiedene Podien, stellt sich nicht vor die Menschen, sondern fällt ihnen in den Rücken und spricht ab und zu Unwahrheiten. Ich werde mich versuchen, juristisch korrekt zu formulieren, aus Furcht vor einer Anzeige, weil es gibt Gerüchte und ich kenne auch einige Leute, die angezeigt wurden. Weil die sagten, dass rassistische Inhalte in diesem Buch drin sind. Wir lassen die Wertung raus und geben einfach wieder, was in diesen Büchern steht. Und jeder, der eine gute Versicherung hat, eine Rechtsversicherung, darf dann selbst entscheiden, wie er diese Aussagen betitelt. Es heißt, Zitat, mit den Afrikanern ist noch mehr Brutalität, Drogen- und Alkoholmissbrauch eingezogen. Türkische und arabische Männer sitzen in den Cafés. Afrikanische Männer sitzen zu Hause, sehen fern, spielen und telefonieren. Afrikaner lassen sich noch schwerer in die Karten schauen als die anderen Ethnien. Jedem ist überlassen, wie er das werten möchte. Ich persönlich habe ein riesiges Problem damit. Ich fände es schöner zu sagen, mit den von der Sozialpolitik Benachteiligten, von ihrem Bürgermeister nicht gesehenen, ist vielleicht noch mehr Brutalität. Das könnte man vielleicht irgendwo akzeptieren. Aber mit diesen Sätzen habe ich ein kleines Problem. Und Zustimmung bekommt er natürlich vom rechten Rand der Seite, vom ziemlich unkompetenten Rand, von der Christina Schröder, der CDU, die ihm dann auch noch zustimmt. In der Süddeutschen Zeitung vom September 2012, sie sagt, in Bezug auf die jungen Menschen in Neukölln, diese Jugendlichen müssen auch aufsteigen wollen und müssen erkennen, dass sie dafür was tun müssen. Also die Jungs diskriminiert werden und die Mädchen, die sind schuld. Und hier fällt mir ein, eine Biografie einer Person, die ich sehr gut kenne, nämlich meine eigene. Der siebten Klasse, oder dessen Vater der siebten Klasse die Empfehlung bekam, nehmen Sie den Jungen runter, der wird es nicht schaffen, die zehnte nicht schaffen. Gymnasium ist zu viel für diesen Mann, der junge Mann. Und, naja, Gott sei Dank durfte mein Vater 6 Jahre später bei der Abi-Verleihung, als wir das Einser-Abitur entgegengenommen haben, nochmal zu der Dame hingehen und sagen, ich glaube, sie hatten etwas Unrecht. Dennoch bin ich glücklich mit dem Ende dieser Geschichte, denn ganz viele haben keine Väter, die dahinter stehen, keine Mütter, die sagen, mach weiter. Und viele, die einfach einknicken, der Druck ist zu groß. Und da ist mir so heute beim Überlegen ein Gleichnis in den Sinn gekommen, wenn dir alle Menschen die Tür zumachen und du noch zu klein bist, um die Klinke zu bewegen, dann drehst du dich einfach um. Du suchst dir andere Türen, am besten Türen, die schon offen sind. Es gibt geöffnete Türen derzeit, immer. Die von den Casinos sind offen, die von radikalen Gruppen sind offen. Na klar, wenn ich die normalen Türen nicht aufkriegen kann, weil mir niemand hilft oder hilft, dann drehe ich mich halt um als 12-Jähriger, als 13-Jähriger.
13-Jähriger in einem Bildungssystem, was einem Verbrechen gleicht, meiner Ansicht nach, mit 12 Jahren schon zu entscheiden, was man später alles machen will, halte ich für sehr problematisch. Es gibt zwei Vorurteile, die natürlich verstärkt durch das Buch und durch die Interviews zur Geltung gekommen sind. Die Frage nach der Bildung in Neukölln, dass Neuköllner ungebildet sind. Eine Dame, die heute im Publikum sitzt, Mitglied bei uns im Verein, Muslima Herkunft und deutsche Identität, das haben wir die Schleichwerbung durch, die hat heute in einer Neuköllner Schule eine Umfrage durchgeführt und hat davon berichtet, dass ein Schreiben gesucht wurde, ein Brief, der per Einschreiben zweimal an die Schule geschickt wurde und dort nicht gefunden wurde. Es gibt keine Ordner, die Bette liegen alle lose rum. Denn der Raum, in dem sie saßen, der Gestank war nicht erträglich. Hauptsache, wir haben Wachmänner vor der Schule. Ist alles gut. Ungefähr wird uns richtige Bildungspolitik verkauft. Vielleicht noch ein Wort zur Armut, die auch quasi angegriffen wird. Ich wundere mich, dass Armsein ein Verbrechen ist. Dass man sich für das Armsein schämen muss. Das gibt es eigentlich nicht dabei. In diesem Ratus. Es ist mir eingefallen, dass die Süddeutsche Zeitung ein wunderbares Experiment durchgeführt hat. Und hier muss ich noch mal zitieren. Verkleidet als Obdachlose zogen zwei Zeitreporter, das sagen wir in Süddeutschland, Zeitreporter, vor einem Jahr durch Kronberg und Taunus, also Schickimicki, ganz reich, alles gut, einen Ort voller reicher Menschen. Sie bekamen wenig Hilfe. Die Resonanz war damals großartig. Sie haben viele Briefe bekommen. Da hat auch jemand geschrieben, ja, da wo die Leute arm sind, gibt es auch keine Hilfe. Fahren Sie mal nach Neukölln. Haben Sie getan? Vor wenigen Monaten, da haben Sie mich vor das Netto auf der Sonderallee gestellt. Der Sonderallee, ganz böse, da kann man ohne Schutzweste ja gar nicht mehr hingehen. Standen da und da kam ein junger Mann, den ich zufällig auch kenne, mit Namen zitiert wurde. Der dort Capri-Sonne und Clementinen den Leuten versprochen hat und gesagt hat, ich habe hier Laden und heute kommt ihr vorbei. Der hat ein bisschen mehr Bart als ich. Er hat Gott sei Dank das Klischee nicht bestätigt. Arm sein ist keine Schande, meiner Ansicht nach. Und arm ist nur der, oder arm ist der, der nur Geld hat. Und ich finde, wir können mehr als Geld. Damit ich keinen Ärger bekomme, ich habe eine Zeitvorgabe, ich habe alles gut. Würde ich auch noch gerne einige Empfehlungen weitergeben an die Politiker, die anwesend sind, an die Vertreter der Fraktionen. Ich werde versuchen, im Politikerslang zu formulieren, also ganz breit und ganz offen, damit es gleich ankommt, mit der Bitte, dass die Fraktionen bzw. die Parteien noch mehr geöffnet werden, damit sie irgendwann die Vielfalt unseres Landes und unseres Bezirkes wiedergeben können. Ich hoffe mir ein offenes Ohr und den Dialog auf Augenhöhe, den wir in Neukölln viele Jahre lang nicht hatten. Das war ein Verhältnis. Wir sind oben und ihr dürft mitmachen, gibt es dort ein paar Gelder.